ihm geht es nur darum, okay, ich möchte den Kühlschrank möglichst jetzt und nicht erst in 6 Monaten haben. Und wenn ich dann nur die 80% Lösung nehme, ist mir das lieber, diese 6 Monate Zeitersparnis, als zu sagen, ich warte jetzt 6 Monate auf die 100% Lösung. Herzlich willkommen zum Fachfirmen-Podcast. Mein Name ist Marvin und neben mir sitzt wieder der Alex. Ja, ich heiße dich herzlich willkommen zu dieser Folge und heute geht es um ein sehr, sehr brisantes Thema, nämlich um das Thema Lieferengpässe und Lieferengpässe vermeiden. Ich denke, das ist ein Thema, was sehr, sehr viele von euch bewegt und auch umtreibt, weil es einfach teilweise Kopfschmerzen bereiten kann. Die Kunden sind ungeduldig oder werden ungeduldiger natürlich, wenn Lieferengpässe da sind, weil man Lieferzeiten zugesagt hat, die vielleicht dann man nicht einhalten kann oder es da Schwierigkeiten gibt. Und deswegen möchten wir jetzt heute mit dir mal 3 Punkte durchgehen, mit dem du eben Lieferengpässe vermeiden kannst oder auch Lieferengpässe einfach auch reduzieren kannst. Und Alex, wir haben ja Erfahrung quasi aus der Praxis, aus der Zusammenarbeit mit unseren Partnerbetrieben, was wir dort für Lösungen zusammengefunden haben, was dort auch für Lösungen genutzt werden, um das Thema zu reduzieren. Erzähl doch mal, was ist so aus deiner Erfahrung so der erste Punkt? Ja, also es ist schon sehr interessant, dass Leute sehr unterschiedlich damit umgehen. Einige checken halt den Kopf in den Sand und sagen, ja, es ist halt so, es ist eine scheiß Situation, ich muss jeden Tag mit 5 Lieferanten sprechen, so gefühlt. Andere sagen, ja, okay, ist nicht optimal, aber ich hole das Beste raus, weil es ist halt für alle erstmal gleich. Das muss man sich auch klar machen. Jeder hat das gleiche Problem gerade, das heißt nicht nur dein Unternehmen betrifft es. Und wenn jeder das gleiche Problem hat, dann kann man auch kreativ werden, ne? Weil dann jeder kleine Ansatz schon wieder einen Schritt weiter ist, als die meisten anderen machen. Und das Erste, was wir den Leuten auch gerne an die Hand geben, da muss man natürlich immer schauen, wiefern das bei der eigenen Branche möglich ist. Es gibt Branchen, da geht das auf jeden Fall, zum Beispiel Bauelemente. Es gibt Branchen, da geht das etwas schwieriger, zum Beispiel PV-Anlagen. Und das ist der erste Schritt, überlegen, okay, welche Produkte sind eigentlich schwer lieferbar und kann ich die Produkte, die gut lieferbar sind, vielleicht mehr vermarkten. Einfaches Beispiel, wir haben einen Partner, die machen zum Beispiel Markisen, ganz klassische Bauelemente, die machen Fenster, Türen, die machen Terrassendächer und auch noch Kaltwintergärten, so, ganz einfaches Beispiel. Okay, hab jetzt 5 Produkte. Wenn wir jetzt sagen, okay, Fenster sind gerade gar nicht lieferbar und Türen sind auch super schwer lieferbar, aber Markisen geht noch ganz gut, Terrassendächer und Kaltwintergärten sind so lala, ne? Dann kann ich ja sagen, okay, ich bewerbe einfach die Markisen nach außen mehr, weil das Hauptproblem ist immer, dass die Leute auf die Bestandskunden oder die Empfehlungen halt viel angewiesen sind und deswegen das Gefühl haben, sie können sich nicht aussuchen, wer morgen in den Laden kommt. Mhm. Dann sage ich, okay, mach doch einfach mehr Markisen, sagen die, ja, geht ja nicht, ich mache ja nur 3 im Monat davon oder 4. Ja. Wo ich dann sage, ja, aber warum machst du nicht mehr? Du kannst doch bewerben, dass du mehr machst. Okay, das heißt, dein erster Punkt wäre sozusagen, man weicht aus auf Produkte, die noch gut lieferbar sind. Ja. Ne? Und jetzt natürlich die Frage, okay, wie weiche ich denn aus? Weil ich habe ja sozusagen das Problem, dass ich natürlich meine Anfragen, ich habe Anfragen für Fenster, ich habe Anfragen für Haustüren, ich habe Anfragen für Markisen. Genau. Jetzt kann ich ja nicht jemanden, der eine Haustür will, einfach eine Markise verkaufen. Das ist natürlich klar. Das, was du jetzt meinst, ist, dass man einfach hergeht und natürlich, klar, die Anfragen, die schon für eine Haustür da sind, ja, damit muss man natürlich dann arbeiten. Aber dass man eben auch langfristig oder auch mittelfristig schaut, okay, wie kann ich denn jetzt mehr Anfragen davon bekommen, von dem, was ich auch jetzt gut liefern kann. Ne? Exakt. Dass man dann zum Beispiel die Werbung in den Bereichen hochfährt. Ne? Das kann man ja zum Beispiel, da unterstützen wir ja zum Beispiel dabei. Klar, man kann auch, also Werbung hochfahren ist auf jeden Fall ein Punkt, der funktioniert auf jeden Fall. Was auch funktioniert, da muss man halt ein bisschen mehr Manpower einplanen, ist einfach mal Bestandskunden anzurufen. Ja. Viele von den Partnern, die wir haben tausende Leute im System, tausende Kunden, mit denen sie in der Vergangenheit gearbeitet haben. Und wenn man sich mal die Mühe macht, wirklich mal ein paar Leute davon anzurufen, weil ich meine, die Zeit ist ja eh da, dann habe ich die Möglichkeit, auch da wieder zu gucken, oh, brauchen die vielleicht eine Markise? Und ihr werdet feststellen, das denkt man im ersten Moment gar nicht, denken immer, ja, die Leute melden sich. Mhm. Wenn sie was brauchen, machen sie nicht. Die melden sich dann woanders, wenn gerade der andere präsenter ist in dem Moment. Ja, oder? Einige melden sich aber nicht alle. Das ist halt nochmal auch ein Punkt, wie man das steuern kann. Ja, ne? Und dann kommt man vielleicht irgendwie drauf, dass die Tochter gerade in ein Haus gezogen ist. Exakt. Und da eine Markise. Da hat er gar nicht dran gedacht in dem Moment. Ja. Weil die Tochter hat irgendwie schon bei Markisen Mustermann geschaut. Ja. Und hat gesagt, ja, wir machen das wahrscheinlich mit denen. Ah ja, ich hätte auch sonst jemanden. Ja, nee, passt schon. Jetzt ruft er aktiv an. Ja, meine Tochter ist da gerade dabei. Ja, dann geben Sie mal die Nummer. Ja. Tochter wird angerufen und Thema ist durch. Und da passieren ganz viele Zufälle, die dann aber dafür sorgen, dass plötzlich der Umsatz da ist. Und man muss ja auch bedenken, es geht ja nicht nur darum, dass es dann später kommt, sondern es ist teilweise ja wirklich so, wir sagen, okay, wir haben zum Beispiel eine Lieferung Glas oder so zugesagt bekommen, die soll nächste Woche kommen. Wir haben für übernächste Woche die Montage geplant. Das heißt, die Monteure sind für die Woche komplett eingeplant, die 2 Kaltwintergärten zum Beispiel aufzubauen. Jetzt kommt aber
die Woche, wo das Glas kommen soll, die Mail, sorry, es dauert noch 2 Wochen länger. Was machen die Monteure in der Woche? Und dann habe ich halt die Möglichkeit, wenn ich so ein Produkt wie Markisen zum Beispiel habe, das einfach noch schnell ein paar Kunden dafür zu finden. Und das geht tatsächlich in der Realität. Also haben wir auch bei Partnern schon so umgesetzt, ja, dass sie dann relativ zeitnah auch da Kunden finden für. Und dann halt in der Zeit werden die Markisen eingebaut. Ja. Dann sind die Monteure zumindest nicht auf dem Trocknen. Dann sitzen die nicht rum, weil kein anderer Auftrag dafür gerade eingeplant ist. Ja. Ne? Genau, also das zum ersten Punkt, kreativ sein. Genau, also kreativ sein und einfach Fokus darauf setzen, dass man eben für diesen Bereich die Anfragen gewinnen möchte. Also sich Gedanken machen, in welchem Bereich suche ich eigentlich oder was kann ich jetzt noch gut liefern? Was kann ich liefern, genau, das ist die Frage. Genau, was kann ich liefern und dann sozusagen kreativ werden, wie kann ich jetzt in dem Bereich noch mehr Anfragen gewinnen, durch die Werbung hochfahren in dem Bereich, durch Empfehlungen einholen und beziehungsweise Bestandskunden auch anrufen, also Punkt Nummer 1, Fokus auf das, was du liefern kannst. Ne? Und das wirklich auch unabhängig von dem betrachten, was du gerade an Anfragen danach hast. Es kann sein, wir haben Kunden, die machen bestimmte Terrassen, bestimmte Wintergärten, die sehr, sehr selten gefragt werden, 2-3 Mal im Jahr. Und wir schaffen es halt über gezielte Maßnahmen, diese 2-3 Mal im Jahr auf 2-3 Mal die Woche hochzustellen, wenn wir das möchten. Dass man einfach den Bedarf sozusagen in den Bereichen erhöht. Denn manchmal hat man ja auch die gleiche Produktgruppe sozusagen, aber leicht abgewandelt. Genau. Ne? Zum Beispiel irgendwie Terrassendach, Lamellendach. Genau, ein normales Terrassendach oder ein Lamellendach. Für die Terrassendächer hast du viele Anfragen und kannst gerade wenig liefern. Aber die Lamellendächer, die sind zum Beispiel dann gut lieferbar. Das ist ein Hersteller, der noch super im Start ist, der die Sachen innerhalb von ein paar Wochen liefern kann. Ja. Und dann machen wir Lamellendächer. Also warum auf den Kampf einlassen mit den anderen, die auch alle die Terrassendächer machen wollen, weil die nachgefragt sind. Ja. Ja, okay, cool. Ja, okay, also Punkt Nummer 1, was kann ich wirklich liefern? Genau. Punkt Nummer 2? Das ist etwas unspektakulärer, ist einfach ehrliche Kommunikation. Mhm. Weil das, ich sag mal, es ändert nichts im Ergebnis, aber es ändert viel am Prozess. Wenn ich dem Kunden jetzt sage, okay, Lieferzeit bei uns zum Beispiel 3-4 Monate und jetzt dauert 7-8 Monate, ist der Kunde unzufrieden, dann denkt er sich, jo, wäre ich hier verarscht, kommen die Sachen überhaupt noch, rennt er mit meinem Geld weg. Das sind ja ganz viele Gedanken, die im Kopf des Kunden vorgehen und nicht nur das, sondern er wird auch häufig sich melden, er wird häufig anrufen, er wird häufig Zeit seiner Mitarbeiter blocken. Ja. Wenn ihr von Anfang an sagt, und ihr wisst ja, wie die Situation jetzt ist, ihr wisst ja, dass es schwer vorhersehbar ist, wann es kommt, wenn ihr von Anfang an sagt, passen Sie auf, Lieferzeit, die aktuell so normal ist, sind irgendwie 6 Monate, es kann in Sonderfällen, das sage ich Ihnen von vorne weg schon, es kann in Sonderfällen aber auch sein, dass es 10-12 Monate wirklich mal sind. Das wäre dann wirklich Worst Case, das hoffen wir nicht, dass es bei Ihnen der Fall ist, gehen wir auch nicht von aus. Aber ich will es Ihnen gesagt haben, nicht, dass wir in 6 Monaten dastehen und sagen, es dauert noch 2 Monate, und Sie sagen, hey, wir wurden 6 Monate versprochen. Ja. Wenn man das ehrlich kommuniziert, ist das gar kein Problem. Ja. Ihr spart euch super viele Nachfragen vom Kunden, ihr spart euch super viel Zeit, die drauf geht, ihr spart euch Unzufriedenheit. Ne? Und es ist, wie gesagt, bei allen anderen genauso. Und ihr könnt auch sagen, wenn der andere hat mir aber 6 Monate zugesichert, kannst du auch sagen, wer der 6 Monate zusichert, das ist unseriös einfach. Ja. Es ist ja genauso, das könnt ihr sagen. Ich finde das einen wichtigen Punkt, weil am Ende, man kann damit viel Transparenz schaffen und Vertrauen schaffen, weil man muss ja nicht das Ganze dem Kunden schönreden, weil der Kunde weiß auch, dass die Situation, was Lieferzeiten angeht, brisant ist und er erwartet auch nicht, dass er in Rekordgeschwindigkeit jetzt das Ganze bekommt, sondern es ist auch allgemein bekannt, dass die Lieferzeiten eben sehr lang sind, deswegen weiß der Endkunde das in der Regel auch und wenn du da einfach mit offenen Karten spielst und einfach dem Kunden auch keine falschen Versprechungen und falschen Hoffnungen machst, dann wird er dir auch am Ende vertrauen, das auch merken, dass du das ehrlich meinst. Ja. Und das Wichtige ist einfach, dass es bei allen anderen eben genauso ist. Ne? Und das musst du auch einfach selber wissen, dass, was Alex schon gesagt hat, dass es auch einfach unseriös wäre, was anderes zu behaupten, weil man die Situation eben nicht komplett überblicken kann immer. Exakt. Ne? Deswegen, also dir selber bewusst sein, dass das auch bei anderen Händlern so ist und auch bei anderen Firmen natürlich genau das gleiche Problem ist und du deswegen einfach dem Kunden ehrlich kommunizieren kannst, wie die Lage ist. Ne? Ja, und da merkt man aber auch, das war 2019 zum Beispiel noch anders, als das ganze Thema angefangen hat, mit den Lieferengpässen durch Corona, war es so, dass die Kunden teilweise kein Verständnis hatten. Das war so, jetzt weiß ich noch, Sommer 2019, wo sehr viele Kunden mir gesagt haben, 2020 war das dann, ne? 2020 ist ja Corona. Ja, stimmt, 2020 war das, ja. Wo die Kunden mir gesagt haben, ey, Alex, ich habe das Problem einfach, dass die Leute davon ausgehen, dass die Sachen irgendwie in 3 Wochen da sind, wie es noch vor einem halben Jahr war, ist nicht der Fall. Das hat sich aber innerhalb von ein paar Monaten sehr stark gewandelt. Die Kunden verstehen das, die wissen das, das ist ganz normal. Ich habe zum Beispiel auch Möbel für unsere Wohnung bestellt und 4 Monate, 5 Monate, das ist relativ normal. Sogar die Stühle dauern, ich glaube, 8 Monate. Die sind jetzt im Juni da und wir haben im November oder Oktober bestellt. Also es ist halt so, es wurde uns von Anfang an so gesagt, dann sage ich, okay, ist halt so. Wenn ich mir das sage, wenn die jetzt natürlich sagen, nach Juni, es ist irgendwie nächstes Jahr im Juni, dann würde ich halt auch mir denken, jo, was soll das, weil das hat er nicht kommuniziert zum Beispiel. Genau, wenn halt was passiert, was nicht kommuniziert wurde, dann ist es halt unangenehm. Ne? Okay, gut, also Punkt Nummer 2, um es nochmal zusammenzufassen, einfach klare Kommunikation und da auch keine falschen Versprechungen machen, weil das verärgert den Kunden dann am Ende halt noch mehr. Ne? Ja, und er ruft halt wirklich auch ständig an. Es ist auch Kapazität, die verloren geht, Kapazität, die du nicht in
Maßnahmen stecken kannst, um wieder an Material zu kommen, ist ein Teufelskreis. Immer mehr Kunden rufen an, du hast immer weniger Zeit und das ist einfach auch für den Kopf richtig, richtig übel dann. Und wenn du von Anfang an das rausnimmst, dann ist es wie so eine Absicherung, dass es nicht passiert. Gut, also wird trotzdem mal passieren natürlich, aber viel weniger. Ja, okay, also Punkt Nummer 1 hatten wir, fokussiere dich auf das, was du liefern kannst. Punkt Nummer 2, schaffe eben Vertrauen durch eine ganz klare Kommunikation, durch keine falschen Versprechungen. Und Punkt Nummer 3. Punkt Nummer 3 ist in meinen Augen der eigentlich naheliegendste Punkt, aber der Punkt, den die meisten Leute immer noch nicht richtig wahrnehmen. Mhm. Und das ist die Frage, es gibt ja immer, also wir haben ja nicht nur einen Hersteller für die Produkte. Wir haben ja verschiedenste Hersteller, verschiedenste Möglichkeiten, verschiedenste Konfigurationen. Und es gibt auch, zumindest so wie ich den Markt jetzt aktuell kennengelernt habe, immer Hersteller, die deutlich schneller liefern können als andere. Und euch muss einfach auch klar sein, oder euch als Fachfirma, als Handwerksunternehmen muss einfach auch klar sein, die Situation ist nicht mehr wie vor 3 Jahren, wo der Kunde gesagt hat, ich möchte genau den Kühlschrank in der Konfiguration mit der Farbe, genau den möchte ich und nichts anderes. Und wenn ich den bei dir nicht bekomme, dann gehe ich zu woanders hin und hole mir den. Das kann er jetzt nicht machen. Das will er auch gar nicht mehr machen. Ihm geht es nur darum, okay, ich möchte den Kühlschrank möglichst jetzt und nicht erst in 6 Monaten haben. Und wenn ich dann nur die 80% Lösung nehme, ist mir das lieber, diese 6 Monate Zeitersparnis, als zu sagen, ich warte jetzt 6 Monate auf die 100% Lösung. Kann er machen. Ne? Aber ich würde ihm immer auch eine Lösung anbieten, wo du jetzt vielleicht sagst, okay, also früher würde ich dieses Produkt nicht machen, weil es die und die Nachteile einfach hat, aber es ist sehr gut lieferbar. Und ich möchte zumindest dem Kunden anbieten, hey, guck mal, wir haben ja das Produkt auch da transparent. Ich habe das früher nie gemacht, weil das und das und das sind die Nachteile bei dem Kühlschrank, aber der Hersteller liefert es innerhalb von wirklich einem Monat. Also wenn Sie das Ding schnell brauchen, dann nehmen Sie den, das ist trotzdem ein guter Kühlschrank, der macht trotzdem, was er soll. Wäre jetzt nicht meine allererste Wahl, aber wir haben halt nicht wirklich die Auswahl. Die allererste Wahl ist erst in einem Jahr wieder da. Ja, also da dann auch wirklich aktiv mit dem Kunden ins Gespräch gehen. Ne? Ja. Auch vielleicht nach Vertragsabschluss noch sagen, hey, Sie haben zwar das und das bestellt. Kann man machen, ich würde es vorher schon machen, weil auch das wieder Stress spart. Man kann es danach aber auch machen, wenn man sagt, okay, wenn Sie den dringend brauchen, können wir das auch nochmal anpassen. Das kann man natürlich auch machen. Ist auch eine Möglichkeit. Meine Empfehlung ist halt immer, es vorher schon zu lösen. Ja, okay. Und auch vor allem, wenn es möglich ist, sich Sachen auch ein bisschen auf Lager zu stellen, auch wenn es dann nicht vielleicht nicht der passende, perfekte Fit ist für den Kunden. Aber wenn eine 90% Lösung direkt lieferbar ist, ist das, werde ich auch feststellen, 80% der Kunden lieber als eine 100% Lösung, die in 6 Monaten da ist. Ja. So, wäre mir auch so gewesen. Also wenn die Stühle gehabt hätten, die viel schneller lieferbar gewesen wären, die ein ähnliches Segment haben, ohne jetzt komplett anders zu sein, ne? Hätte ich da auch gesagt, okay, ganz ehrlich, dann muss ich halt ein paar Monate weniger auf Klappstühlen sitzen. Ja. Das ist es mir wert in dem Moment. War halt nicht so, die haben auch gesagt, die anderen sind halt auch Mai, April da so, da habe ich ja gesagt, die 2 Monate mehr kommen, dann machen wir jetzt die Top-Stühle, die ich haben will. Ja. Okay, also da auch offen sein. Auch sich umgucken, wirklich auf dem Markt umgucken, welche Hersteller gibt es noch, welche Lieferanten gibt es noch, einfach mal anfragen, was für Lieferzeiten habt ihr gerade, was ist da realistisch wirklich. Ja. Vielleicht auch mit Kollegen sprechen, wir zum Beispiel, also A&M richten ja regelmäßig Fachfirmenkongresse aus, also wirklich Handwerksunternehmen da sind, mit denen wir sprechen, wo wir gemeinsam uns austauschen und wo wir halt auch solche Inhalte einfach mitgeben, um einfach die Unternehmen ein bisschen aus dem Tagesgeschäft rauszuholen und ihnen zu zeigen, okay, es gibt noch links und rechts Möglichkeiten. Ja. Ja. Also einfach so ein Austausch auch hier, wo bezieht ihr gerade die und die Exakt, Sachen. Exakt, ne? Das passiert natürlich auch. Wo kommen bei euch die Sachen her, wie kriegt ihr das mit der Lieferzeit hin, wie macht ihr das? Ja. Und ihr werdet feststellen, dass ihr damit dann schon einen riesen Vorteil gegenüber vielen anderen Leuten im Markt einfach habt. Ja. Weil die anderen, wie gesagt, die anderen sagen immer noch, nee, ich mache nur miele Sachen. Ja, perfekt, man macht nur miele Sachen, aber dann bist du halt 6 Monate später als alle anderen, die vielleicht auch andere Produkte mit reinnehmen. Ja. Okay, ich denke, das war eine Menge an Tipps schon, eine Menge, was du da mitnehmen kannst für dich, was du umsetzen kannst, vielleicht im täglichen Kommunizieren und in deiner täglichen Arbeit mit den Kunden zusammen. Und wir wollen es auch bei den 3 Punkten jetzt erstmal belassen. Ja. Das reicht doch erstmal. Wenn du die umsetzt, dann hast du es schon deutlich einfacher. Ja. Okay, also um es nochmal ganz, ganz knapp jetzt zusammenzufassen. Also wir hatten das Thema, fokussiere dich auf das, was wirklich lieferbar ist. Dann klare und transparente Kommunikation. Ja. Und Punkt Nummer 3, auch nach alternativen Herstellern suchen. Alternativen Herstellern suchen, sich umschauen, was da möglich ist. Okay, denke, das war sehr, sehr guter Input. Ich hoffe, dir hat der Inhalt gefallen und wünsche dir noch einen guten Tag, einen guten Abend, je nachdem, wann du das Ganze hörst. Und wir hören uns dann in der nächsten Folge Fachfirmen Podcast und ich sage bis zum nächsten Mal. Ciao.